20.000. Mhm. Trotzdem nicht. Abgemacht war, dass wir die Hälfte übernehmen, nämlich 10 Cent pro jeder verkauften Alda-Helfflasche. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja, schon. Aber wenn wir dermaßen von der Alda profitieren, dann sind wir ihr auch schuldig, dass Burgerbräu die Kapelle finanziert. Und das ist mein letztes Wort. Dr. Niederbühl sagt, dass mein Arm vielleicht für immer gelähmt sein wird. Es sei denn, ich lasse mich am Rücken operieren, aber wenn ich das tue, dann kann was schief gehen und dann werde ich vielleicht für immer im Rollstuhl sitzen. Geh weg! Geh! Geh! Charlotte! Charlotte! Da! Da, diese Frau! Da! Da! Da ist niemand. Beatrice! Ich verliere den Verstand! From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Was ist denn passiert? Alda, ich habe Alda gesehen. Diese Erscheinung aus der Zeitung von Frau Kessler. Und Alfons. Gott, und sind das die an. Das ist also eine Vision. Nein, keine Vision. Sie war absolut real. Und wo genau hast du sie gesehen? Hier stand sie. Verstehe ich. Die Aussicht auf so eine Operation würde jeden überfordern. Es ist nicht nur die OP. Es ist mein ganzes Leben. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Das stimmt doch gar nicht. Jede Entscheidung richtig getroffen. Wirklich? Klar. Was würdest du machen? Weiß es nicht. Also normalerweise würde man ja sagen, eine zweite Meinung einholen, aber Dr. Niederbühl arbeitet sehr gewissenhaft. Das tut er. Er will mich in die Schweiz schicken zu einer Spezialistin. In die Schweiz? Es ist so, wie es ist. Rumjammern hilft ja auch nicht. Der Therapeut, von dem du gesprochen hast, der ist Hölz. Wie heißt er? Komm, ich bring dich jetzt nach Hause. Nein, 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 ich warte. Vielleicht taucht sie wieder auf. Ich hab's mir doch nicht eingebildet. Entschuldige, ich wollte dir nur helfen. Ich habe Alfons die ganze Zeit Unrecht getan. Weil ich sicher war, dass er sich Alda nur ausgedacht hat. Ja, es passiert leicht, dass man anderen Menschen Unrecht tut. Alfons hat mein Vertrauen nicht missbraucht und auch nicht meine Ehe zerstört. Ich habe meine Fehler zugegeben und gebeichtet und Gott um Verzeihung gebeten. Die ganz große Show. Aber vor allem möchte ich dich um Verzeihung bitten. Ich weiß, ich habe dir Schlimmes angetan. Aber vielleicht kannst du mir ja trotzdem irgendwann vergeben. Musik.
Frau Reisiger! Gut, dass ich Sie treffe. Wie geht's Ihnen? Ach, unverändert. Ich habe mit Frau Professor Gerber in Basel telefoniert und sie wäre bereit, Sie zu untersuchen. Danke. Ich habe mich noch weiter über diese Kollegin informiert. Also sie ist wirklich eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Trotzdem kann auch sie nicht ausschließen, dass ich nach der OP gelähmt sein werde. Jetzt geht es erst einmal darum, ob sie überhaupt operiert werden können oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Aber warum? Ich möchte es erstmal mit dem Physiotherapeuten in Tölz versuchen. Was soll der denn bitte schön ausrichten? Entschuldigen Sie, aber ich fürchte, Sie unterschätzen die Situation. Ich kann die Verantwortung für Ihre Gesundheit nicht übernehmen. Können Sie mit dem Status quo leben? Ja. Dann kann ich nur hoffen, dass Sie sich richtig entschieden haben. Wer zwischen Pest und Cholera wählen muss, der hat keine Wahl. Was führt Sie zu mir? Eine Bitte. Ich würde gerne beruflich kürzer treten. So, so. Sie sind erst kurz dabei. Für einen Burnout ist es etwas früh. Ich möchte mich um Lisa kümmern. Sie hat gesundheitliche Probleme. Die Position des Sommeliers ist keine Halbtagsstelle. Das steht doch so nicht in Ihrem Vertrag. Das ist richtig, aber den könnte man vielleicht ändern. Zumindest vorübergehend. Ja, selbstredend auch die Bezahlung. Selbstredend. Was ist mit den Gästen? Tagsüber wird nur wenig Wein geordert. 90% der Weinberatungen werden im Abendgeschäft gefordert. Wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel. Das bedingt gewisse Standards rund um die Uhr. Ob und wie sie genutzt werden, ist dabei völlig nebensächlich. Deswegen würde ich Ihnen auch flexibel zur Verfügung stehen. Zum Beispiel für besondere Anlässe wie die Versicherungsgesellschaft. Und den Weinbestand kümmern Sie sich dann nebenbei? Nein, die Winzer, mit denen ich in Kontakt stehe, die könnte ich auch am Wochenende besuchen. De facto würde es kaum auffallen, wenn ich meine Arbeitsstundenzahl reduziere. De facto sind Sie sowieso überflüssig. Meine Antwort ist nein. Herr Saalfeld. Wir sind kein windiger Saisonbetrieb, der Leistung je nach Bedarf anbietet. Wenn ein Gast zum Frühstücksei eine gewisse Flasche Wein ordert, dann ist das zwar ungewöhnlich, aber der Sommelier hat da zu sein. Lisa, geht's wirklich nicht gut. Und es ist mein Wunsch, meine Pflicht, ihr beizustehen. So. Wir wollen heiraten. Ah. Naja, herzlichen Glückwunsch. Da ich Frau Reisiger sehr mag, werde ich mit Charlotte über ihr Anliegen noch mal reden, ja? Vielen Dank. Ja, ja. Alfons. Was ist denn los? Bitte beschreib mir ganz genau, wie diese Alda aussieht. Ach, bitte, Charlotte, lass uns nicht mehr drüber reden. Ich weiß ja, du glaubst mir nicht. Beschreib sie einfach. Wie sieht sie aus, ihre Kleidung? Immer gleich? Ja, immer gleich. Ja, und wie? Warum willst du das jetzt wissen? Bitte. Also gut, sie ist recht blass, hat lange rote Haare. Dann trägt sie so ein beiges, langes Kleid und einen grünlichen Umhang. Und so eine Art Haube hat sie auf. Ganz genau so sieht sie aus. Ja? Woher weißt du das? Alfons, ich muss dich um Verzeihung bitten, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ist dir die Alda jetzt auch erschienen? Vorhin, im Wald. Also, du hättest nicht extra vorbeikommen müssen. Also, wie sieht's aus? Guck mal in die Tasche. In die Tasche? Mhm. Okay. Also, das ist ja
Wie kommt die denn da rein? Sauberei. Er hat die Sprechstundenhilfe deinen Termin notiert. Morgen schon? Ja. Normalerweise hätten die 2 Monate keinen Platz frei gehabt, aber ich habe den Therapeuten bekniet. Morgen ist der Termin. Weißt du, wie toll das ist? Dankeschön. Es ist so lieb. Wenn du willst, fahre ich dich auch hin. Besser David macht das. Weißt du, manchmal mache ich mir Sorgen. Ich weiß. Aber wir sind eben nicht mehr zusammen. Trotzdem danke. Klar. Ich hoffe, der Therapeut kann dir helfen. Mhm. Komm hin. Also bis später. Dann. Bis dann. Also erstmal bin ich jetzt erleichtert, dass du die Aura auch gesehen hast. Als du sie mir neulich zeigen wolltest, da konnte ich sie nicht sehen. Naja, da hast du dich dagegen gesperrt. Und diesmal warst du unbewusst offen, weil du mit deinen Gedanken woanders warst, eben bei deiner Schwester. Na, hat sich sicher königlich amüsiert, mich so aufgelöst zu erleben. Ich hab gedacht, du warst im ersten Moment froh, dass sie in der Nähe war. Aber ein merkwürdiger Zufall ist es schon, dass in solchen Situationen immer Beatrice da war. Ja, vielleicht ist es ja auch kein Zufall. Wie meinst du das? Naja, also wenn ich eine Heilige wäre, die weiß, dass sie nur alle 200 Jahre auftauchen kann, ja, da verplemper ich meine Zeit doch nicht mit willkürlichem Rumerscheinen. Da erscheint man doch mit Sinn und Verstand. Du meinst, sie wollte mir ein Zeichen oder sowas geben? Ja, vielleicht wollte sie dich wieder in die Arme deiner Schwester lotsen. Ach, wieso sollte sie sowas tun? Sie ist eine Heilige. Die können vielleicht nicht anders. Ach, Alfons, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Alda helfen, Beatrice und mich zu versöhnen. Ja, also, ob das jetzt ein Zeichen ist, deiner Schwester zu vergeben, das musst ganz allein du entscheiden. Aber eine Bitte hätte ich jetzt schon an dich. Würdest du morgen mit der Tina und mir nach München kommen, zu der Kirchenkommission, und bezeugen, dass die Alda wirklich existiert? Charlotte lag zitternd in deinen Armen. Ja, wenn ich's dir sage. Wen oder was sie da auch immer gesehen haben mag, sie denkt, es war eine Heiligenerscheinung. Noch jemand? Das Landleben scheint einigen Leuten hier nicht gut zu bekommen. Oder es liegt an den Pilzen. Wenn man sich nicht richtig auskennt, dann kann egal, weswegen Charlotte halluziniert hat. Ich werde das für mich ausnutzen. Das heißt, du konntest dich wieder bei ihr einschleimen? Ein bisschen. Ein kleiner Schritt von Charlotte in meine Richtung bedeutet ein großer Schritt für mich in Richtung Freiheit. Ob sie jetzt auch wieder dein Hausverbot aufhebt? Früher oder später sicher. Wenn ich erstmal zurück bin im Fürstenhof, bekomme ich auch meinen Job wieder. Und damit geregelte Lebensverhältnisse. Du hast doch noch deinen Job in Luisas Firma. Ach, wenn das Gericht sieht, dass die Frau, die mich am meisten belastet hat, mir vergeben kann. Ja, sicher, da ist was dran. Was heißt, da ist was Wahres dran? Es ist besser als jeder Spitzenanwalt. Der müsste meine Anklage erstmal mühsam aufweichen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du Charlottes Sympathien zurückgewonnen hast. Nach der Nummer heute wird sie mich nicht mehr so herablassend behandeln. Und bald wird sie auch wieder offen sein für meine ehrliche Reue und mir vergeben. Wenn du meinst. Und wie ich das meine. Denn eins ist sicher. Ich gehe nie wieder zurück ins Gefängnis. Ja, die Charlotte hat sich sogar bei mir entschuldigt. Wirklich? Na, dann weiß sie jetzt auch, dass du nicht gelogen hast. Allerdings. Aber das ist doch der Wahnsinn, dass die Alda auch der Charlotte erschienen ist, oder? Du, Hildegard, ich muss jetzt Schluss machen. Ich melde mich später noch mal. Servus. Stimmt das mit Frau Saalfeld und Alda? Ja. Aber das würde ja bedeuten, dass wir eine glaubwürdige Zeugin für die Kirchenkommission hätten. Nein, haben wir leider nicht. Die Charlotte möchte sich aus der Sache raushalten. Wieso? Dass ihr Mann in Haft ist, das setzt ihr ziemlich zu. Und da will sie sich nicht auch noch den Stress antun, vor dieser Kirchenkommission aussagen zu müssen. Aber sie hätte doch überhaupt nichts zu befürchten. Ja, man könnte ihr natürlich schon reine wirtschaftliche Interessen unterstellen als Bürgermeisterin. Na toll. Ich bin weiterhin die Gotteswahnsinnige und sie kann einfach so tun, als wäre überhaupt nichts passiert. Ja.
Aber eins sage ich Ihnen, egal was mir zukünftig über den Weg läuft, eine Heilige, ein Tatzelwurm, ein Wolperdinger, ich erzähl's keinem Menschen mehr. Mir schon. Ihnen schon. Hi, Norman. Hi. Schönen Tag gehabt. Und du? Ich habe dich heute gar nicht am Fürstenhof gesehen. Und du bist auch gestern gar nicht nach Hause gekommen, oder? Also, das hat Tina gesagt. Ach, spielen hier Tina mir also nach. Ich bin mit einer Freundin versagt und habe bei ihr geschlafen. Ah, und? Wie war es mit deiner Freundin? Gut. Sag mal, was wird das hier? Ja, wir wollen noch deine erste Kletterpartie feiern. So, und ich will noch was Schönes für dich kochen. Und zwar Trüffelfassoletti mit Garnelen und Tomatensauce. Das Rezept habe ich aus dem Internet. Das hat Top-Bewertung. 5 Sterne. So, das ist wirklich lieb von dir, aber wie gesagt, ich hatte eine lange Nacht und ich habe auch eigentlich gar keinen Hunger. Gut. Das ist auch kein Problem. Ich brauche eh noch ein bisschen, bis das fertig ist. Bis das irgendwann so aussieht wie auf dem Bild. Tina hat doch Spätschicht. Die freut sich bestimmt später. Ja. Norman, gestern warst du so unglaublich cool und heute das hier. Willst du irgendwie mich wieder beeindrucken? Nein, ich will nur, dass du satt wirst. Keine Ahnung. Du hast zu mir gesagt, dass ich cool und charmant und gut aussehen. Ja, das schon. Aber ich meinte doch... Ich weiß. Du möchtest mit Männern nichts zu tun haben. Und das ist in deiner Situation auch voll okay. Das ist normal. Aber mit einem Mann essen? Ich meine, da passiert doch nichts. Ich gehe lieber in mein Zimmer. Sei mir nicht böse. Und überhaupt, du bist weder der coole Macker, noch stehst du auf klassische Musik. Schickes Essen. Sei du selbst. Das mag ich viel lieber. Eine Sache noch. Wegen Nils. Der hat letzte Nacht im Fürstenhof übernachtet. Warum? Ja, weil er es mit der Frau Hofer nicht mehr unter einem Dach aushält, wegen dieser kriminellen Geschichte da. Und naja, jedenfalls wollte ich ihm einen Gefallen tun und ihn anbieten, dass er hier schlafen kann erstmal. Du meinst, er soll hier einziehen? Nein, nur hier auf dem Sofa pennen. Also, Tina wird bestimmt auch nichts dagegen haben. Ich habe auch schon mit Nils gesprochen. Was hat er gesagt? Ja, du kennst auch Nils. Der hat gesagt, ja, nicht, dass ich störe und... Ja, ehrlich gesagt, würde er mich aber stören. Ich meine, er ist ja nicht obdachlos. Nein, Nils. Gute Nacht. Das geht schon klar. Ich fahre dich morgen zum Therapeuten. Und dein Job? Ich habe dir gesagt, dass ich kürzer treten werde. Ja, aber das kannst du nicht alleine bestimmen. Deswegen habe ich heute mit Herrn Saalfeld darüber gesprochen. Echt? Mhm. Und? Der hat sowas gesagt wie, wenn ein Gast zu seinem Frühstücksei eine Weinberatung haben möchte, dann ist das zwar ungewöhnlich, aber da hat der Sommelier da zu sein. Naja, das stimmt ja auch. Wir sind selbstgefälliger Dinosaurier. Hey, hör auf, er ist nett. Er redet mit Charlotte darüber. Wobei die schlecht auf mich zu sprechen ist, wegen meiner Mutter. Ich danke dir. Wofür? Weil du meinetwegen deinen Job hinten anstellen willst. Ist doch klar. Das würdest du für mich auch tun. Ich hab einfach Mitleid. Mitleid? In erster Linie mache ich das, weil ich dich liebe. Und weil wir heiraten. Und ich meine, dafür sind Ehemänner doch da, ja? Als sicherer Hafen, Fels in der Brandung und... Anker im Sturm. Leg dich wieder hin, komm. Es bringt nichts. Danke. Mit deiner missratenen Schwester soll nicht wieder den roten Teppich ausrollen. Vielleicht hat Alfons recht, dass dieses Erlebnis etwas bedeutet. Ja, dass du zum Neurologen musst. André und ich haben uns als Jugendliche auch verkleidet und im Wald versteckt und dann Leute erschreckt. Diese Erscheinung war echt.
Ein kleines Wunder, so kann man es nennen. Oder eine Wahrnehmungsstörung. Ist auch kein Wunder bei dem ganzen Ärger, den du zurzeit hast. Männer, mein Geist und meine Psyche sind völlig intakt. Liebe Charlotte, es gibt keine Erscheinungen. Und wenn sich das wiederholt, dann brauchst du ärztliche Hilfe. Wir haben im Moment Ausfälle genug. Dein Mann, dieser reisige Verlobter, will plötzlich kürzer treten. Darüber müssen wir auch noch reden. Oh. Ah, Konstantin, entschuldige. Schöne Grüße. Ja, gib deiner Schwester bloß nicht nach. Also wenn du in der Lage bist, Heilige zu sehen, warum erkennst du nicht, was für ein Teufel deine Schwester ist? Konstantin, wie geht's euch denn? Alles okay? Langsam. Und nicht zu viel auf einmal. Gut. So. Und jetzt schnell, falls diese Wahnsinnige wieder auftaucht. Es muss gehen. Komm, sie. Ja. Die OP. Es hat geklappt. Mein Rücken. Sie? Und nicht mal eine Narbe ist geblieben. Die Ärztin aus Basel. Die muss zaubern können. Der Zauberer bin immer noch ich. Das stimmt. Ich freue mich so für dich. Du wirst nie wieder Schmerzen haben. Und das hast du nicht nur der Ärztin zu verdanken, sondern auch deinem Mut. Die OP erfolgreich war und dass mein Arm nicht mehr gelähmt ist und mein Rücken wieder gerade. Ich war so glücklich. Und auf einmal war wieder alles so wie vorher. Und ich habe begriffen, dass es nur eine Illusion ist. Hey, das wird alles gut. Kam ich in deinem Traum vor? Nein. Nur du, niemand sonst. Dr. Niedebühl hat mich heute angesehen, als ob ich den schlimmsten Fehler in meinem Leben mache, wenn ich die OP nicht mache. Der ist doch nur in seinem Ego gekränkt, weil eine Patientin einmal nicht genau das macht, was er sagt. Du solltest doch dein Gefühl hören. Du beginnst morgen mit der Behandlung und kannst du deinen Arm wieder bewegen. Es wird alles gut. Ja, mach dich nicht verrückt. Ich habe einfach nur Angst, dass alles schlimmer wird. Das wird es nicht.
Weil du mit der Behandlung beginnst und weil ich das nicht zulasse. Hey, noch wach? Ja, sie doch auch. Ja, im Restaurant war viel los und dann habe ich noch was ausprobiert. Können Sie nicht schlafen, weil Sie Ihre Frau vermissen? Ja, natürlich auch, aber in erster Linie bin ich nervös wegen übermorgen die Anhörung vor der Kommission. Fürchten Sie das Holz im Feuer? Keine Angst, das werden wir schon schaffen. Wir? Ja, der Pfarrer hat mich heute kontaktiert. Der gute Mann weiß ja nicht, dass der Artikel in der Zeitung über mich nur ein PR-Gag war. Ja. Er hat Sie auch zur Anhörung gebeten? Ja. Ja, und da schwindeln Sie jetzt dann einfach so weiter. Und das werde ich sehr überzeugend tun. Sie können ja bei der Wahrheit bleiben. Ja, bleibe ich auch, ganz bestimmt. Bevor hier schlechte Stimmung aufkommt, ja? Ich hatte heute eine famose Idee, wie wir den Umsatz steigern können. Herr Konopka, bitte, Sie wollten doch keine Alleingänge mehr machen. Nein, nein, Burgerbräu. Ich meine, die Brauerei, die profitiert indirekt auch davon. Aber was ich hier drin habe, das macht ordentlich Durst. Aha. Ja, ich wollte im Bräustübel eine Woche lang Gerichte aus Sachsen-Anhalt auftischen. Aus Ihrer Heimat? Ja, da gibt's so hippe Sachen wie Tote Oma, Potzuse, Klump. Klingt sehr hipp. Ja, also heiliges Bier, Gerichte aus Uromas Zeiten und die Senioren rennen uns die Bude ein, denn die haben heute das Geld. Ja, das stimmt allerdings. Und schmecken tut's auch. Und da sind die hippen Happen drin. Ja, das habe ich zur Probe gekocht. Na, wie wär's? Ja, die Hildegard mag's zwar nicht so, wenn ich mir so spät den Magen noch vollschlag, aber... Die ist weit weg. Ja. In London. Für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Wiedersehen. Wir schauen einen schönen Tag noch. Wenn Sie so weitermachen, dann bekommen Sie noch einen Buckel. Sagen Sie, würden Sie für mich auch noch mal diesen schmierigen Diener machen? Hier, ich wollte Ihnen sowieso noch Trinkgeld geben für die Empfehlung des Therapeuten. Ach, kommen Sie, Herr Wegner. Wenn jemand Almosen verdient, dann sind Sie das. Bei Ihnen läuft ja gerade alles schief. Ja, so witzig. Aber dass alles schief läuft, stimmt. Bei Ihnen ja nicht. Sie sind ja bald am Ziel als Heiratsschwindler. Glückwunsch. Bitteschön. Ja, und Sie werden nur noch heulen zusehen können, wie Luisa mir das Jawort gibt. Hm. Schön, dass Sie sie aussprechen, aber ich muss stören. Ja? Herr Hofer, es geht um die Weinbekleidung für das Zimmer der Versicherungsfotzen. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Ja, das dachte ich auch. Der Wein dafür ist aber nicht geliefert worden. Haben Sie den versteckt? Verdammt, der Lieferant hatte Probleme. Ich habe das ganz vergessen, weil ich mir um Luisa Sorgen gemacht habe. Ja, das ist verständlich, interessiert die Gäste aber wenig. Jetzt müssen wir sehen, was wir alternativ noch im Weinkeller haben. Und dafür brauche ich Sie. Selbstverständlich, aber ich muss erst Luisa zu einem Termin fahren, wegen ihres Arms. Ja, das kann ja wohl jemand anders machen. Ich brauche sie jetzt. Ja, aber ich dachte, das Dinner ist erst... In zwei Minuten im Weinkeller. Das ist jetzt eine ziemliche Herausforderung für mich. Was denn? Zu widerstehen. Wobei? Wir sind nur zwei Kollegen auf dem Weg zur Arbeit, mehr nicht. Herr Heinemann und Frau Auerbach. Herr Heinemann möchte Frau Auerbach aber gerne küssen. Frau Auerbach würde Herrn Heinemann auch gerne küssen, aber beide befinden sich in der Öffentlichkeit. Oh. Jederzeit könnte ein Kollege Sie sehen. Herr Heinemann ist Single und Frau Auerbach ist auch Single. Es gäbe nur Tratsch, Getuschel und Fragen. Sie sollten nicht alles an die große Glocke hängen. Weit und breit niemand zu sehen. Herr Heinemann wird seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Gut, Frau Auerbach wird ein Auge zudrücken. Ich habe im Hotelcomputer nachgeschaut. Heute Abend wäre wieder ein Zimmer frei. Was? Norman hat mir von deiner Ausrede mit Frau Hofer erzählt. Und jetzt versucht er, einen Sofaschlafplatz für dich zu erkämpfen. Lieb von ihm, ja.
Aber ich habe schon abgesagt. Ich weiß. Ich würde das eigentlich auch gerne verhindern. Also wenn ich mir vorstelle, dass du im Nebenzimmer... Norman mittendrin. Ja, das auch noch. Irgendwie geht's mir gegen den Strich. Meinen eigenen Sohn anzulügen. Ja, das verstehe ich. Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass er wieder Witterung aufgenommen hat, was mich angeht. Ja, umso wichtiger, dass wir wenigstens ihn einweihen. Auf keinen Fall. Dann muss er jetzt mal durch. Es geht ja auch nicht nur um Norman. Also, wir beide, wir haben doch kein so großes Ding, dass wir jemanden einweihen müssten, oder? Nein, natürlich nicht. Nein. Warte, ich helf dir. Ach, das musst du nicht, das geht doch. So. Ach, danke. Du willst so Fahrrad fahren, einarmig? Ja, ich muss zum Physiotherapeuten nach Tölz und David wurde schon von Herrn Konopka in Beschlag genommen. Bist du dir sicher, dass du das schaffst? Das sind nur ein paar Kilometer. Wenn ich mit der Laufgruppe fertig bin, dann fahre ich dich. Hier, der Schlüssel. Das wird zu spät und ich muss pünktlich sein. Okay, dann kommen die Laufgruppe und ich mit dir mit. Oh, Poppy, ist es wirklich nicht so schwer, einhändig mit dem Fahrrad zu fahren? Mein Vater, der wollte auch mal wohin. Und wo hat es geendet? Im Krankenhaus. Weil er nicht beidhändig gefahren ist? Weil er beidhändig gefahren ist, ist nichts passiert. Warum war er dann im Krankenhaus? Ja, weil er einen Freund besucht hat, der einen Verkehrsunfall hatte. Poppy. Ach, Mensch, mir ist jetzt nichts Besseres als Beispiel eingefallen. Ich passe schon auf mich auf. Ich fahre auch die sichere Strecke. Warum schiebst du nicht einfach? Ja, das ist doch am ungefährlichsten. Und dann bräuchte das Fahrrad doch gar nicht. Stimmt auch wieder. Ach, Mensch, die Situation ist aber auch verzwickt. Und es ist wirklich schwer, dir zu helfen. Poppy, ich muss jetzt los. Bis später. Fahr langsam und vorsichtig. Und, ach Mensch, im Wald kann so viel passieren. Ich pass schon auf, dass der böse Wolf mich entführt. Ja. Siehst du, geht doch. Gekauft. Ich habe ein SMS bekommen, was gibt's denn? Aber schnell, wenn's geht, ich muss arbeiten. Was würdest du sagen, wenn du in München die Crouching Thunderbolts sehen könntest? Wen? Wenn du in München die Crouching Thunderbolts sehen könntest. Das ist eine Rockband. Die Musik klingt besser als der Name. Oh. Ja. Und warum sollte ich die sehen? Weil ich gerade zwei Karten ersteigert habe. Eine für mich? Ja, du bist eingeladen. Oh. Was? Du hast gesagt, ich soll ich sein und das ist meine Musik. Ja, dann solltest du dahin. Ja, und ich würde mich tierisch freuen, wenn du mitkommen würdest. Ich meine, was gibt Schöneres, als sich auf den Rasen legen, den Himmel starren, schöne Musik und links und rechts eine Flasche Bier und einen Döner? Du, ich glaube, ich kann da auch gar nicht. Du weißt doch noch gar nicht, wann das ist. Oh Mann, die Karten waren echt teuer. Du hättest mich vorher fragen sollen. Sei doch einmal spontan. Ich sag dir was. So ganz spontan. Ich glaube, dir geht's um viel mehr als um diese Krauting-Dings da. Ja? Und dafür solltest du dir ein Mädchen in deinem Alter einladen. Okay, du bist jetzt keine 50. Der Abend würde mit mir nicht so enden, wie du dir das vorstellst. Woher willst du denn wissen, wie der Abend enden würde? Bin ich so schrecklich als Freund? Nein, Quatsch. Ja, doch. Du bist einfach was Besseres gewohnt als Ex-Model. Du bist nett. Ja, aber wenn du es genau wissen willst, ich habe einen anderen. Einen, der altersmäßig besser zu mir passt und einen, den ich sehr, sehr gern habe. Du lügst. Mann, die Karten waren echt teuer. Und ich kann sie auch nicht zurückgeben. Oh!
Ja? Entschuldige, ich muss dir Herrn Konopka noch im Weinkeller helfen. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel schaffe ich sowas auch am Nachmittag oder abends. Und das erzählst du mir, weil... Du willst mir sicher absagen? Oder mich entlassen? Ach, wegen der Arbeitszeitverkürzung. Nein, das geht in Ordnung. Ich finde es sehr lobenswert, dass du dich um Luisa kümmern willst. Ich dachte, Werner hätte dich schon informiert. Nein, er schien vorher nicht so begeistert zu sein. Also, solange du deine Arbeiten gewissenhaft erledigst, die Vertragsmodalitäten klären wir noch. Danke. David, setz dich doch bitte. Ich möchte etwas Privates mit dir besprechen. Hast du wirklich nichts über die Affäre zwischen Friedrich und deiner Mutter gewusst? Irgendwann hatte ich einen Verdacht. Ich hielt es auch für völlig falsch, aber Charlotte, ich wollte mich nicht einmischen. Ich hoffe, du gibst mir nicht die Schuld. Hältst du mich für so rachsüchtig? Aber ich muss mich doch wohl nicht rechtfertigen, dass ich aus gutem Grund mit Beatrice gebrochen habe und das auch so belassen will. Nein. Es ist einfach nur schade. Sehr schade. Ich weiß, meine Mutter kann manchmal sehr taktlos und bedenkenlos sein. Zuweilen hält sie sich auch für super clever und dann begeht sie doch irgendeine Dummheit. Aber sie macht nichts aus bösen Absichten. Sie ist kein schlechter Mensch. Neuerdings ist sie sogar fromm, Halleluja. Ich hoffe, du kannst irgendwann wieder auf sie zugehen. Wenigstens ein bisschen. Sie bereut ihren Fehler zutiefst. Hey, du hast einen Einrücken, komm ich helfen? Das geht schon. Eben nicht. Geht doch. Du kannst vielleicht immer alles besser als die anderen, aber Koffer tragen, das kann ich. Ich bin nämlich der Sohn von Super Nils. Norman, der Superpage. Okay, Norman, Superpage. Sag mal, spinnst du? Und was kaputt geht. Was ist denn los mit dir? Ärger mit den dazugehörigen Gästen? Oder wieso bist du so geladen? Ich bin nicht geladen. Doch. Nein! Okay, das hat keinen Sinn. Papa! Sie hat sich einen anderen Typen angelacht. Alexandra. Und uns sagt sie, dass sie von Männern nichts mehr wissen will. Was? Warum guckst du denn so unüberrascht? Wusstest du schon Bescheid oder was? Luisa? Hallo? Luisa? Vielleicht ist ihr Handy-Akku leer. Nein, das glaube ich nicht. Ja, oder sie hat sich verfahren und ist doch schon in der Praxis. Nein, sie haben doch gesagt, sie sollen sich melden in der Praxis. Sie haben sich nicht gemeldet, also ist sie nicht aufgetaucht. Was ist das denn da? Oh, ihr Handy. Luisa! Ja, es ist ihr Fahrrad. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Vielleicht wurde sie entführt. Quatsch. Vom bösen Wolf. Was? Ja, das ist der Deckname des Entführers. Luisa hatte so eine Vorahnung. Sie hat von ihm gesprochen. Kurz bevor sie losgefahren ist und sie hat es plötzlich so ganz komisch eilig. Oh Gott, vielleicht hat er sie unter Druck gesetzt. Blut. Luisa ist gestürzt, hat sich verletzt. Nach Bad Tölz ist es weiter als zum Fürstenhof. Sie ist bestimmt schon im Hotel. Auch wenn das stimmt, das klingt irgendwie alles unlogisch. Und was ist, wenn sie jetzt ganz, ganz dolle blutet? Und ganz verletzt ist?
Auf die heilige Alda und Ex. Charlotte, darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich, jederzeit. Bitte. Möchtest du Kaffee oder Tee? Danke. Ich möchte nur kurz bleiben. Ja, dann ist diese Erscheinung wieder aufgetaucht. Ich wollte mich bei dir für gestern bedanken. Ach was, das ist nicht der Rede wert. Es steht zu viel zwischen uns. Du hättest auch anders reagieren können. Nein, das hätte ich nicht. Du bist meine Schwester. Eventuell hast du recht mit dem, was du gesagt hast. Dass es sehr leicht ist, jemand anderen Unrecht zu tun. Das war nicht vorwurfsvoll gemeint. Wie auch immer. Bewerte es bitte nicht über. Aber ich werde das Hausverbot gegen dich am Fürstenhof aufheben. Charlotte, du bist die wahre Heilige. Beatrice, bitte. Nein, ich... Tausend Dank. Mir fehlen die Worte, ich... Gut. Du weißt Bescheid. Ich hätte da noch eine Bitte an dich. So, bitte sehr. Der Peter begleitet Sie. Danke. Herr Hofer, Moment bitte. Die Reservierungen für die Weinprobe. Danke. Bitte. Jesus, Maria. Luisa, was ist denn passiert? Ich bin vom Fahrrad gefallen. Nicht aufgepasst. Nein, du bist richtig verletzt. Nein, bin ich nicht. Doch, sie haben sich den Kopf gestoßen. Da kann man eine Gehirnerschütterung nie ausschließen. Es war kein schlimmer Aufprall. Luisa, ich bin nicht so dafür. Das mach ich schon allein. Nein, ich komme mit. Es wäre besser, falls Ihnen schlecht wird. Mir ist nicht schlecht, noch nicht schwindelig. Ich bin ja alleine hergekommen. Alles gut. Ich habe die ganze Nacht gebetet, dass du wieder einen Schritt auf mich zumachst. Und jetzt bist du tatsächlich hier und hast es getan. Ich habe gesagt, bewerte es nicht über. Das mache ich nicht. Doch. Man reicht dir den kleinen Finger und du willst die ganze Hand. Ich will doch nur als Hausdame wieder arbeiten. Ich brauche eine Arbeit und einen festen Wohnsitz für den Prozess. Wozu? Um vor dem Richter ein gutes Bild abzugeben. Warum soll ich dir helfen, dein Bild vor Gericht zu schönen? Charlotte. Ich habe dich zwar betrogen, aber Alina habe ich nicht auf dem Gewissen. Nach allem, was du mir angetan hast, kannst du nicht erwarten, weiter als Hausdame am Fürstenhof zu arbeiten. Charlotte, bitte. Steh auf. Nein. Mir wurde vergeben. Im Namen des Vaters, des Geistes und des Heiligen Sohnes. Und du musst mir auch vergeben. Bitte. Steh auf, das ist peinlich. Ich nehme jede Arbeit an, auch die niedrigste, egal was. Aber bitte, bitte, gib mir noch eine Chance. Wir sind doch Schwestern. Ist sonst etwas passiert? Ich war nur ein bisschen benommen, aber ansonsten ist alles gut. Trotzdem, ich werde sie noch einmal durchchecken. Bitte liegen bleiben. So, vorsichtig. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Nein, habe ich nicht. In Zukunft sollten Sie auf einhändige Radtouren verzichten. Es sei denn, Sie wollen im Zirkus auftreten. Ach, wirklich? Hinlegen, bitte. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, tut mir leid. Sie sind nett. Alle sind schrecklich nett zu mir. Wollen mir helfen, haben Tipps. Und das stört Sie? Natürlich stört mich das. Psst, bitte, bleiben Sie liegen. Ich glaube, ich will einfach nicht schwach sein. Bei allem Respekt. Sie lehnen auch jegliche Hilfe ab, die man versucht. Ich glaube, ich kenne meinen Körper besser als jeder andere. Ja, aber Ihr Körper hat im Moment große Probleme, die er bewältigen muss. Ich weiß. Und es wird auch nicht besser werden. Sie werden feststellen, es ist keine Lösung, die Realität zu ignorieren. Die Realität spüre ich, seit ich den Buckel habe. Hören Sie, Dr. Niederbühl.
Seit dem Sturz. Ich weiß, ich was ändern muss. Auch wenn das Risiko besteht, dass ich vollständig gelähmt sein werde. Ich werde die Operation durchziehen. Was sagt denn David dazu? Ach, der weiß es noch gar nicht. Aber du sagst es ihm noch. Er würde wahrscheinlich versuchen, es mir auszureden. Warum soll ich das Essen servieren? Weil der Gast ausdrücklich darauf besteht. Was ist denn das für ein Gast? Weiß ich nicht, das werden Sie dann schon sehen. Du bist also der ominöse Gast. Mhm. Warum hast du mich nicht einfach gefragt, ob wir uns heute Abend treffen? Ich sollte doch nicht alles totquatschen. Gut, dann hast du die Rechnung aber ohne mich gemacht. Ja. Denn ich bin heute im Dienst. Was soll das heißen? Wussten Sie, dass Luisa sich operieren lassen will? Nein, das wusste ich nicht. Ach, kommen Sie, Wegner, Sie haben mir das doch eingeflüstert. Ja, natürlich. Ich habe Sie verzaubert.